Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute machen wir zusammen Sonnengrüße, Surya Namaskar. Mein Name ist Svenja. Namaste. Sonnengrüße sind eine Abfolge von Asanas, die wir einmal mit rechts anfangend durchgehen und dann dasselbe auf der linken Seite machen, um die Balance zu haben. Du darfst dich an den Anfang deiner Matte stellen, schließe deine Füße, dass sich deine Großzehen berühren und lasse eine Zehenbreite zwischen deinen Fersen Platz. Solltest du Probleme mit deiner Lendenwirbelsäule haben, darfst du dich auch gerne hüftbreit hinstellen. Hebe deine Zehen von der Matte ab und bring sie wieder auf die Matte Stück für Stück. Spanne deine Oberschenkelmuskulatur an, kippe dein Becken nach vorne, spanne deine Bauchmuskulatur an und rolle deine Schultern nach hinten und unten. Nimm dein Kinn ein wenig zum Kehlkopf und deine Handflächen zeigen nach vorne. Wir stehen aktiv und aufrecht in Tadasana. Wir atmen immer durch die Nase ein und durch die Nase aus für alle Übungen. In Tadasana atmen wir durch die Nase ein und mit deinem nächsten Ausatmen nimmst du deine Handflächen vor deiner Brust zusammen in unsere Pranamasana. Mit dem nächsten Einatmen strecke deine Arme zum Himmel, schaue nach oben in Hasta Uttanasana. Mit dem nächsten Ausatmen beuge dich nach vorne und bringe deine Hände auf den Boden. Lasse deinen Kopf hängen, wenn du nicht auf den Boden kommst. Beuge gerne deine Knie oder nimm zwei Yoga-Blöcke zur Hilfe. Solltest du so viel Beweglichkeit haben, dass du deine Beine strecken kannst, dann verlagere dein Gewicht nach vorne in deine Zehen. Padahastasana. Mit dem nächsten Einatmen steige mit deinem rechten Fuß eine Beinlänge nach hinten und bringe dein rechtes Knie auf den Boden. Zehen bleiben angestellt, richte deinen Oberkörper auf, Brustbein Richtung Himmel, schaue nach vorne und dein linkes Knie ist über deinem Sprunggelenk in unserer Reiterhaltung, Ashvasantalasana. Mit dem nächsten Ausatmen nimm deine Hände auf den Boden und steige mit dem linken Bein zum rechten nach hinten in eine Stützposition. Schaue auf deine Matte. Deine Schultern sind über deinen Handgelenken. Deine Bauchmuskulatur stabilisiert deine Lendenwirbelsäule. Und mit dem nächsten Einatmen bringst du deine Knie auf den Boden. Ausatmen, deine Brust und dein Kinn kommen ebenfalls auf die Matte, lass deine Ellbogen nah am Körper und schiebe deine Schulterblätter zusammen, deine Hüfte bleibt in der Luft. Ashtanga Namaskarasana. Mit dem nächsten Einatmen schiebst du dich zwischen deinen Schultern nach vorne und hebst dein Brustbein an, mach deine Füße lang mit dem Spann auf dem Boden. Schiebe die Schulterblätter zusammen, drücke deine Ellbogen zusammen. Du kannst deine Hände locker abheben, denn die Kraft kommt aus der Rückenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen stelle deine Zehen an und drücke dich nach oben. Schiebe deine Hüfte nach oben und hinten, dass du wie ein V in die Position des herabblickenden Hundes kommst. Du bist eine Linie von deinem Handgelenk zu deiner Hüfte und deiner Hüfte zu deinen Fersen. Deine Wirbelsäule sollte eine Linie sein, sollte das leichter sein mit gebeugten Knien, dann beuge deine Knie. Kannst du die Knie schon strecken, dann nimm deine Fersen Richtung Boden und dein Steißbein zeigt Richtung Himmel. Kopf ist zwischen den Schultern, Schulterblätter zusammen. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du dein rechtes Bein nach vorne zwischen deine Hände, richtest deine Brustwirbelsäule wieder auf, linkes Knie ist am Boden in unserer Reiterhaltung, Ashvasantalasana. Mit dem nächsten Ausatmen steigst du mit deinem linken Bein zu deinem rechten nach vorne und kommst in die Vorbeuge.
Du kannst gerne wieder deine Knie beugen. Solltest du schon die Beweglichkeit haben, dann strecke sie und verlagere dein Gewicht nach vorne in die Zehen. Der Kopf hängt, die Hände berühren den Boden. Mit dem nächsten Einatmen rollst du dich nach oben, Wirbel für Wirbel. Die Arme strecken wir zum Himmel, schauen mit in die Blickrichtung der Hände. Hasta Uttanasana. Mit dem Ausatmen kommen wir in die Gebetshaltung Pranamasana, Hände vor dem Brustkorb schließen. Einatmen Tadasana, nun auf der linken Seite. Mit dem Ausatmen Hände vor dem Brustkorb schließen. Pranamasana. Einatmen, Hände zum Himmel. Strecke dich lang. Geh leicht in die Rückbeuge. Hasta Uttanasana. Mit dem nächsten Ausatmen komme nach vorne unten in deine Vorbeuge. Hände auf dem Boden. Beuge gerne deine Knie. Der Kopf hängt. Padahastasana. Mit dem nächsten Einatmen steige mit deinem linken Bein eine Beinlänge nach hinten. Bringe dein linkes Knie auf den Boden, Zehen bleiben angestellt, Oberkörper aufrichten, Brustbein schiebt nach vorne oben und dein rechtes Knie ist über dem rechten Sprunggelenk in unserer Reiterhaltung, Ashvasantalasana. Mit dem nächsten Ausatmen steige mit deinem rechten Bein zu deinem linken nach hinten in eine Stützposition. Deine Schultern sind über deinen Handgelenken, Bauchmuskulatur unterstützt die Lendenwirbelsäule und du schaust auf deine Matte. Parakasana. Einatmen, Knie kommen auf den Boden. Und mit dem Ausatmen Brust und Kinn mit auf den Boden ablegen. Schulterblätter zusammen, deine Hüfte bleibt in der Luft. Ashtanga Namaskarasana, schiebe deine Ellbogen zueinander. Mit dem nächsten Einatmen schiebst du dich nach vorne zwischen deinen Armen hindurch, hebst deinen Brustkorb an, schaust nach vorne, Schulterblätter zusammenschieben, deine Füße sind lang mit dem Spann auf dem Boden. In Bhujangasana, unserer Kobra-Haltung. Mit dem nächsten Ausatmen stellst du deine Zehen an, drückst dich nach oben und hinten in deinen herabblickenden Hund. Dein Steißbein zeigt Richtung Himmel. Du darfst gerne die Knie beugen. Lieber die Knie beugen als eine runde Wirbelsäule. Wir versuchen wieder eine schöne Linie zu werden, von unseren Handgelenken bis zu den Hüften und dann wieder von den Hüften bis zu den Fersen. Schiebe deine Fersen in den Boden. Schulterblätter zusammenschieben. Mit dem Einatmen stellst du das linke Bein zwischen deine Hände nach vorne, Oberkörper aufrichten, Ashvasantalasana, unsere Reiterhaltung. Mit dem nächsten Ausatmen steigst du mit dem rechten Fuß nach vorne neben den linken und kommst in deine Vorbeuge. Hier auch wieder gerne die Knie beugen. Je mehr du sie streckst, desto mehr ist die Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Padahastasana. Mit dem nächsten Einatmen rollst du deine Wirbelsäule nach oben, Wirbel für Wirbel. Die Arme strecken wieder zum Himmel, leichte Rückbeuge. In Hasta Uttanasana. Ausatmen, Hände vor dem Brustkorb, Pranamasana. Einatmen, Tadasana. Eine Runde machen wir nochmal rechte Seite. Ausatmen, Pranamasana, Hände vor dem Brustkorb schließen. Einatmen, Hände zum Himmel leicht nach hinten beugen, schaue zu deinen Fingern nach oben, Hasta Uttanasana. Ausatmen, kommen nach vorne, unten in deine Vorbeuge. Gewicht verlagerst du in deine Zehen, Padahastasana.
Einatmen, rechtes Bein eine Beinlänge nach hinten stellen, Knie ablegen, Oberkörper aufrichten, linkes Knie ist über dem linken Sprunggelenk, Ashvasanjalasana. Ausatmen, stelle dein linkes Bein zu deinem rechten in deine Stützhaltung. Bauchmuskulatur anspannen. Einatmen, Knie ablegen, ausatmen, Brustbein und Kinn zum Boden bringen. Deine Hüfte bleibt in der Luft, Ellbogen ziehen zueinander. Ashtanga Namaskarasana. Einatmen, schiebe dich nach vorne zwischen den Armen hindurch in deine Kobra-Haltung, Bhujangasana, hebe dein Brustbein an. Mit dem nächsten Ausatmen stelle deine Zehenspitzen auf und schiebe dich nach oben hinten mit deiner Hüfte, damit du in deinen herabblickenden Grund kommst. Achte wieder auf deine Wirbelsäule, gerne die Knie beugen, dafür hast du einen geraden Rücken. Und dann mit dem Einatmen kommt das rechte Bein zwischen die Arme nach vorne in deine Reiterhaltung, Ashvasanjalasana. Ausatmen, steige mit dem linken Bein nach vorne in deine Vorbeuge, Padahastasana. Einatmen, wir rollen nach oben auf, strecke dich zum Himmel, schaue nach oben, leichte Rückbeuge, Hasta Uttanasana. Ausatmen, Pranamasana. Einatmen, Tadasana. Ausatmen, Pranamasana. Einatmen, strecke dich nach oben, leicht zurücklehnen, Hasta Uttanasana. Ausatmen, komme nach vorne, unten in deine Vorbeuge, Padahastasana. Einatmen, linkes Bein nach hinten stellen, Knie ablegen, Oberkörper aufrichten, Ashvasanjalasana. Ausatmen, stell dein rechtes Bein mit nach hinten, wir kommen in die Stützhaltung, Palakasana. Einatmen, Knie auf den Boden ablegen, ausatmen, Brustbein und Kinn mit auf den Boden bringen, Becken bleibt in der Luft, Ashtanga Namaskarasana. Einatmen, schiebe dich nach vorne, Brustbein anheben, in deiner Kobra-Haltung, Füße sind lang, Ellbogen schieben zueinander, ausatmen, komme nach hinten in deinen herabblickenden Hund. Eine Linie in der Wirbelsäule. Einatmen, bringe dein linkes Bein zwischen deine Arme in deine Reiterhaltung, rechtes Knie ist auf den Boden, Oberkörper aufgerichtet. Ashvasanjalasana. Ausatmen, steige nach vorne in deine Vorbeuge, du darfst die Knie gerne beugen. Wenn du kannst, strecke sie und verlagere dein Gewicht in deine Zehenkopf hängt. Einatmen, rolle dich nach oben. Hasta Uttanasana strecken, ausatmen, Pranamasana. Einatmen, Tadasana. Vielen Dank für diese 2 Runden Surya Namaskara, Sonnengrüße. Es freut mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Und diese Sonnengrüße dürft ihr so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Namaste. Ich freue mich aufs nächste Mal.